Sehr gut, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich, weil Gesundheit ist mein absolutes Steckenpferd. Und ich bin teilweise immer traurig oder enttäuscht oder erschüttert, wie wenig Leute sich wirklich für ihre Gesundheit interessieren. Das erschüttert mich immer. Ich denke immer, jeder muss sich doch so sehr interessieren für Gesundheit wie ich. Ich weiß nicht, ob das auch bei mir davon kommt. Mein Bruder war halt sehr krank, wie ich klein war. Der hat Epilepsie. Und dann war das halt für mich immer so ein Thema, weil ich immer als Kind mit musste, weil die Mama halt zum Arzt ist. Und dann waren wir da bei 1000 verschiedenen Ärztinnen und keiner konnte helfen. Die haben kein Medikament gefunden, um ihn ruhig zu stellen oder dass das irgendwie eingestellt werden konnte. Und dann war das für mich schon immer so ein Riesendrama. Und ich wollte mein Leben lang immer irgendwie eine Lösung dafür finden, wie man das mit natürlichen Mitteln auch heilen konnte, weil ich habe halt auch gemerkt, die Experimente, die da mit meinem Bruder gemacht worden sind, das war halt dann so, dass er teilweise nicht mehr mein Bruder war, weil er dann wie ferngesteuert rumgelaufen ist, weil er so betäubt war, sag ich mal. Weil die ja am Anfang gar nicht gewusst haben, wie viel wirkt es, bis das alles so eingestellt war und so. Und das hat mich eigentlich immer ziemlich erschüttert. Und ja, und ich bin von Beruf eigentlich Pferdetrainerin. Ich habe auch gar nicht meinen Namen gesagt. Ich bin die Susanne Neff. Und mich hat halt das schon immer interessiert, wie man mit natürlichen Mitteln die Pferde auch heilen kann. Und weil ich da dieselbe Erfahrung gemacht habe, dass die in den ganzen Stellen, wo ich gearbeitet habe, einfach nur immer Antibiotika gegeben haben, Cortison und Metacam. Also Metacam ist ein Schmerzmittel. Hallo. Alles gut. Genau, und das war meine Erfahrung, dass das die drei Sachen waren, die die am meisten verwendet haben. Und dann hab ich dann irgendwann gesagt, ja, gibt es nichts Natürliches, was man da geben kann. Das kann ja überhaupt nicht sein, ja. Und dadurch, dass ich mich eben so für Gesundheit interessiere, habe ich natürlich ganz, ganz viele Ausbildungen diesbezüglich gemacht. Ich habe halt Verhaltenstherapie und Tierpsychologie studiert. Dann war ich, wie gesagt, Pferdetrainerin. Über 20 Jahre auf der ganzen Welt unterwegs und habe dann eine Ausbildung gemacht in Sauerlach so über Spagyrologie. Also das ist, dass man praktisch den Stein der Weisen nicht verwendet, um ewig zu leben, sondern dass man auf der Suche nach der Stein der Weisen, dass man da die Medikamente findet, um Leute zu heilen. Sage ich jetzt mal so super simpel erklärt. Genau. Und dann habe ich ein Studium gemacht, 2 Jahre in Amerika, in Oregon, über ayurvedische, westliche und chinesische Medizin und habe auch Praktikas gemacht in China in der Klinik und in Santa Cruz und habe mich auch mit medizinischer Astrologie befasst. Früher mussten im Mittelalter alle Ärzte medizinische Astrologie beherrschen, weil das oft halt die Planeten und die Krankheiten einen Zusammenhang haben. In Indien ist es sogar so extrem, dass jedes Kind, wo geboren wird, da wird ein Horoskop erstellt und dann sieht man, okay, der hat zu viel Feuer, da müssen wir dann ganz viel kühlende Sachen geben, Kräuter, dass die Krankheiten gar nicht zum Ausbruch kommen. Also viel mehr präventiv und das finde ich eigentlich auch super. Und in meinem Studium habe ich damals eben gelernt, dass es so wichtig ist, diese Polyphenole und diese Antioxidantien. Und ich habe das immer so nicht so ganz so ernst genommen. Und auch die Schamanen, mit denen ich zusammenarbeite, für die ich übersetze, die haben halt auch immer gesagt, ja, man muss immer ein gutes Omega-3-Öl nehmen und ein gutes Omega-9-Öl. Und dann haben wir gedacht, ja, aber ich ernähre mich ja gesund, ich nehme gesunde Fette, brauche ich jetzt alles nicht und so. Genau, und dann war es eben so, dass ich ganz arg Corona hatte. Also das Corona an sich war gar nicht so schlimm, sondern was danach kam. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und ich bin Übersetzerin. Das ist also nicht so ideal, wenn einem die Worte nicht mehr einfallen und auch nicht mehr schnell genug. Ich hatte wirklich Sprachstörungen und Wortfindungsstörungen und ich hatte keine Kraft mehr, überhaupt keine Kraft mehr. Und dann wusste ich aber von meinem Studium, okay, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann braucht man Omega-3. Und dann habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, also was soll ich denn nehmen? Weil da gibt es so viele am Markt, was ist denn da gut und was nicht? Und dann hat sie gesagt, ja, geh halt einfach zum Vitalia. Und dann habe ich gesagt, ja, da gibt es 20 Stück, aber weiß ich nicht, ob es gut ist. Und ich bin ja dann immer so, ich habe dann gesagt, also ihr da oben, helft mir.
führt mich dahin, dass ich das beste Öl finde, was es gibt, das auch wirklich funktioniert. Und dann hat mich abends eine Kundin angerufen und hat gesagt, du, ich möchte dich gerne mal persönlich kennenlernen, komm doch heute Abend zum Essen vorbei. Und dann bin ich in ihre Küche gelaufen und dann stand da halt ein veganes Omega-3-Öl. Und dann habe ich gesagt, ja, also das kaufe ich dir gleich ab. Und dann hat sie gesagt, ja, da gibt es auch einen Bluttest. Und dann habe ich gesagt, ja, den mache ich auch noch. Und da war ich dann echt schockiert, weil ich habe gedacht, ich weiß alles über Gesundheit, was man wissen kann. Ich ernähre mich gesund, ich bin fit, was soll mir fehlen? Und dann war ich wirklich schockiert, dann war mein Wert bei 15 zu 1, Omega 6 zu Omega 3, der Idealwert soll sein 1 zu 1. Und das heißt, ich hatte super viel hohe, nicht 1 zu 3, aber ich bis jetzt immer noch, also 3 zu 1 ist das Limit. Ideale, der genetische Wert ist 1 zu 1, das Verhältnis. Man sagt, okay, bis 3 zu 1 ist es noch okay. Aber wenn es dann 5 zu 1 wird oder so, dann können schon Leute ganz schwere Neurodermitis und solche Probleme haben. Und da kommen wir eben zum Thema. Alles, was ich natürlich sage, ist dient nur der Unterhaltung, weil ich bin kein Arzt oder kein Heilpraktiker. Das muss ich auch immer auf YouTube-Videos sagen. Das ist der Haftungsausschluss. Und das ist eben das Problem. Zellschäden kann man ganz schlecht diagnostizieren. Woher soll man sehen, ob jetzt da die Zelle geschädigt ist oder nicht? Ja? Von außen sieht man es oft nicht, weil das sieht man, der Körper kann 80% wirklich kompensieren, bevor man irgendwas merkt oder sieht. So, da kann man schon ganz, ganz schwere Schäden haben an die Organe, innere Entzündungen, die Arterien können komplett zu sein. Ich hatte zum Beispiel super hohen Cholesterin, obwohl ich so fit bin und so mich gesund ernähre. Genau, und ich habe dieses Öl dann ein halbes Jahr genommen und dann war mein Wert bei 1,2 zu 1. Und die Erfahrung, die ich bis jetzt halt dann gemacht habe, ich war dann so begeistert, ich habe es ja schon nach einer Woche gemerkt, dass ich es einfach jedem empfohlen habe, weil ich gesagt habe, das funktioniert wirklich. Weil wenn man wirklich verschiedene Bluttests sieht, dann sind auch Leute, die wirklich schon seit 20, 30 Jahren oder selbst 2, 3 Jahren das Öl nehmen, irgendwelche Öle nehmen, sind immer noch komplett in der Entzündung, weil die Öle nicht helfen. Die wirken nur 3 bis 5 Stunden, weil sie keine Antioxidantien drin haben. Und dann oxidiert es, sobald man es in den Körper kriegt, weil durch die Körperwärme kommt die Oxidation und dann hast du den Effekt nicht mehr. Und genau, und stille Entzündungen sind zum Beispiel Rheuma, Gelenkschmerzen, Diabetes, Asthma, Reizdarm, Krebs, Demenz und auch Herzinfarkt. Ich hatte selber, dadurch, dass ich so viel körperlich mit den Pferden gearbeitet habe, habe ich wirklich Gelenkschmerzen immer gehabt. Oder auch, also ich war in der Asklepios-Klinik zum Röntgen und haben die gesagt, das ist ungewöhnlich für mein Alter, dass ich Arthrose habe in den Händen. Aber von den Pferden, von der harten Arbeit mit den Pferden, ist es halt einfach schon viel, waren da viel zu viele Entzündungen einfach drin, ja. Und das ist so interessant, wenn das anfängt, wenn kalt zu werden und dann ich mich ein bisschen ungesund ernähre, wenn ich ein bisschen Pizza esse, Pasta, Zucker, dann kann ich mich schon drauf einstellen und tun am nächsten Tag meine Gelenke weh. Und wenn ich das Öl nehme, ist das innerhalb von einer Woche, sind die Schmerzen wieder komplett weg. Also hängt auch mit der Ernährung zusammen und nicht nur mit dem, was man an Öl nimmt oder nicht. Genau. Und was ich am extremsten gemerkt habe, ist diese Autophagie, also die Zellrecycling. Das Zellrecycling, das hat bei mir überhaupt nicht mehr funktioniert. Das wusste ich überhaupt nicht, aber ungefähr einen Monat nachdem ich angefangen habe, das Öl zu nehmen, habe ich am Hintern so einen handtellergroßen Bereich gehabt, wo ich Grinder gehabt habe. Wisst ihr, was Grinder sind? Das ist, glaube ich, ein fränkisches Wort. Also wie dieser Schaf, wenn man eine Wunde hat. Ja. Und ich habe mir gedacht, was ist denn los? So, ich bin. Stelle, oder? Nein, wirklich, dass wenn man jetzt sich verletzt und dann das, was das. Wie Schorf, ja. Aha. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich nirgends verletzt. Was ist denn jetzt passiert? Und dann ist mir das eingefallen. Vor 15 Jahren hat mich mein einer Esel runtergebuckelt und mitgeschliffen auf der Schotterstraße.
und dann ist der Dreck in die Wunde gekommen und es hat 3 Wochen nur geeitert und ist nicht zugeheilt. Das hatte ich vorher noch nicht, dass eine Wunde nicht zugeheilt ist. Und dann irgendwann ist es halt zugeheilt und 15 Jahre später jetzt habe ich ja das Öl genommen und dann ungefähr nach einem Monat ist das angegangen, das war so groß und hat wirklich mindestens 3 Wochen war das genau wieder so ein Schorf. Dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, ich habe doch nichts gemacht und habe das abgekratzt und dann drunter geschaut und da war wirklich Eiter drin, wo das dann angefangen hat, weil das ist nämlich genau das Problem. Wenn man nicht Omega-3 nimmt, das ist ja wie Motorenöl oder wie Schmiere für den Körper, dann verhärten die ganzen Zellen, weil das ja alles Öl braucht als Schmiere. Und dann kann das nicht mehr weiter entgiften und kann weder Nahrung aufnehmen oder Mineralien aufnehmen, noch entgiften. So, wenn die Zelle wieder weich wird und wieder Kraft hat und die Energie hat, dann fängt es plötzlich an zu entgiften, egal wie lang das her ist. Ja? Und das hat mich so fasziniert. Und bei meiner Haare war es dasselbe. Ich habe meine Haare 15 Jahre lang blond gefärbt. Und da ist ja super viel Ammoniak und alles Mögliche drin. Und ich habe immer am Tag danach, war mein ganzer Kopf voller Grinder auch. Und na, ich habe gedacht, das geht ja wieder weg. Und das war auch so nach einem Monat, wo ich angefangen habe, das Öl zu nehmen, dass der ganze Kopf 3 Wochen lang komplett voll Grinder war. Und dann hat es aufgehört und jetzt ist immer mal wieder so mini-schubweise, aber das ist dann immer, immer weniger, aber natürlich, weil das dann alles rausgekommen ist. Und meine Haare, die sind zum Beispiel seit 10 Jahren nicht länger als so gewachsen und die haben jetzt wirklich angefangen, dass sie dicker wieder wachsen von oben und also viel länger wieder. Und das ist natürlich für mich ein Highlight, weil ich liebe meine langen Haare. Genau. Und was halt auch noch wird, ist im Alter, werden die Telomere, die werden immer kürzer. Und die sind fürs Altern zuständig. Und da hat dieser Professor da auch was entwickelt, was eben die Telomere verlängert, sodass das Altern praktisch revidiert wird. Und das habe ich auch nochmal gemerkt. Das macht man aber erst, wenn man mit dem Öl wieder ausbalanciert ist, dann macht man das nochmal, um die Zellen wirklich zu entgiften. Und da ist halt sowas drin wie Quercetin, Kurkuma, Piperin, was wirklich die Zellen komplett nochmal entgiftet. Das habe ich auch nochmal so gemerkt. Genau. Das habe ich gesagt mit den Zellen, dass die verhärten bei Entzündungen, wenn man so viel innere Entzündungen hat oder schleichende Entzündungen. Und dann können die keine Nährstoffe mehr aufnehmen und auch nicht mehr entgiften. Genau. Und was man halt wirklich machen kann, ist, dass man von den Nahrungsmitteln natürlich so wenig wie möglich Frittiertes oder Raffineriertes nimmt. Also, weil alles, was verpackt ist, ist eigentlich schon meistens künstlich irgendwie hergestellt. Und da hat man so einen hohen Omega-6-Anteil, also was Entzündungen fördert, dass das ja auch das Omega-3 im Körper auffrisst. Früher haben die Großeltern noch Leber dran gekriegt. Heutzutage kriegen die Leute das alles ja gar nicht mehr. Beim Frauenarzt, wenn die Leute schwanger sind, also die Leute nicht, sondern die Frauen natürlich, dann sagen die, ja okay, nimmt Omega-3, danach sagt es wieder gar keiner. Und das ist wirklich was, was ein bisschen fehlt, weil das man jeden Tag braucht. Und das größte Problem ist wirklich, dass dieser Fisch, wenn man normal Fisch essen würde, müsste man 1,5 Kilo am Tag essen. Zweitens sind die meisten Fische mittlerweile aus Zuchtfarmen. Da werden sie mit Getreide gefüttert oder Soja. Dann werden sie geimpft oder also Antibiotika, dass sie keine Krankheiten kriegen. Und das heißt, die haben ja gar kein Omega-3 mehr in sich, sondern das ist reines Omega-6, also was die Entzündungen wieder fördert. Und sind sie meistens auch noch von Mikroplastik verseucht. Und haben Schwermetalle drin. Und das Öl ist zum Beispiel jetzt auch von Schwermetall und von Mikroplastik gereinigt. Das ist wichtig. Und die Firma, wo ich das jetzt verkaufe, die sind natürlich nicht die einzigen, wo es funktioniert. Es gibt aber nicht viele. Es gibt ungefähr 5 am Markt, die wirklich funktionieren. Das ist Cinzino, Norsan, Ecology, Ringana und noch eins, was mir gerade entfallen ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man muss jetzt unbedingt das von Cinzino nehmen. Und ich habe mir das einfach nur auf die Fahne geschrieben, weil ich gesagt habe, das hat mir total geholfen. Das hat mir wirklich das Leben gerettet, sage ich mal. Weil ich hatte wirklich Angst, dass ich jetzt 40 bin und schon Alzheimer habe.
Ich fand es in dem Moment nicht mehr witzig. Und genau, also das Wichtige ist nur, dass man gutes Öl nimmt. Und das ist für mich mittlerweile so die Basis, dass man wirklich das Altern revidieren kann. Für mich der größte persönliche Erfolg war auch, ich brauche eigentlich eine Brille zum Autofahren. Die genauen Werte weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich hatte, glaube ich, plus 0,25 und minus 1,25 oder so. Also jetzt nicht ultra hoch, aber schon. Und musste ich meinen Führerschein ändern lassen. Und weil ich meinen Namen ändern gelassen habe. Und da hat die dann gesagt, ja, haben Sie eine Brille eingetragen? Und ich so, ja. Und sie so, ja, wollen Sie das austragen lassen? Und ich so, ja, wenn das geht. Und sie so, ja, müssen Sie halt einen Sehtest machen oder so. Und dann bin ich zu dem Augenarzt und habe ein augenärztliches Gutachten machen lassen. Also nicht nur einen normalen Sehtest, weil das haben sie dann doch nicht anerkannt, weil es ja schon mal schlechter war. Und dann haben die mich eine Stunde auf Herz und Nieren geprüft. Und der hat gesagt, 100% Sehfähigkeit und das ist wieder hergestellt. Wo ich den Beweis habe, dass es vor 20 Jahren anders war, ja. Und dass es in 20 Jahren jetzt besser ist als vorher, das hat mich sogar beeindruckt, dass sowas möglich ist. Dass man es nicht nur erhalten kann, sondern und verbessern kann, sondern sogar rückgängig machen kann, das Alter. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Was ich persönlich auch noch mache, ist natürlich, ich versuche mich sehr basisch zu ernähren, also viel Obst und Gemüse, nicht zu viel künstlich hergestellte Sachen, habe ich ja schon gesagt. Ich mache zum Beispiel auch immer so eine ayurvedische Sauna. Das ist viel gesünder als diese normalen Saunen, weil die normalen Saunen, die überhitzen halt oft den Kopf. Wenn man da drin sitzt, dann wird der Kopf knallrot. Und das ist natürlich nicht gut. Und bei diesen ayurvedischen Saunen, das ist wie so ein kleines Zelt, wo der Kopf draußen ist, dass der halt kühl bleibt. Dann, also dafür habe ich extra so Entgiftungskuren mitgemacht in Los Angeles, weil mich das Thema ja so fasziniert. Und da haben wir das dann zum Beispiel auch so gemacht, dass wir ein ionisches Fußbad gemacht haben. Das zieht wirklich diese ganzen Schlacken auch nochmal aus dem Körper raus. Und dann haben wir auch Intervallfasten gemacht. Das heißt, man isst jetzt zum Beispiel von 18 Uhr abends bis 6 Uhr früh dann nichts. Oder solange man es aushält, weil das natürlich auch dem ganzen Verdauungssystem eine Pause gibt. Und wir waren in dieser, wir haben Cryotherapy gemacht, also diese Kältekammern. Wie heißt das auf Deutsch? Kryotherapie, ja. Da steht man dann in so einer Eiskammer. Aber das tötet alle Bakterien und Viren in den Gelenken ab. Da hilft zum Beispiel auch Sauerkirschsaft oder eben das Omega-3 oder da gibt's auch diesen Zapper von Hulda Clark, das ist so ein Mikrostrom, der das auch abtötet. Das ist zum Beispiel bei Borrelia auch wichtig. Genau. Ja, also mit Nahrungsmitteln allein kann man natürlich auch viel machen, die einen hohen Polyphenolanteil haben, also diesen Antioxidantienanteil. Und die erkennt man daran, die haben diese Lillaschale. Also Lillatrauben, Blaubeeren, solche Sachen, die sind natürlich hoch an Antioxidantien. Zitronen sind auch immer gut. Kakao hat hohe Polyphenolanteile. Also da kann man sich auch extra Nahrungsmittel raussuchen. Das ist auch zum Beispiel, wenn man da so einen Bluttest macht, dann kann man auch ganz genau sehen, das sind Empfehlungen, welche Nahrungsmittel fördern Entzündung und welche reduzieren Entzündung und dass man da ein bisschen besser drauf achtet. Genau. Ja, das wäre es eigentlich jetzt so gewesen von meinem Zellgesundheitsvortrag. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu von dem, was ich jetzt alles erzählt habe? Ich würde interessieren, wegen der Verlängerung der Telomere, stimmt es, dass dafür gut ist, wenn man viel Weizenglei isst? Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Also es kann durchaus sein, das weiß ich jetzt nur persönlich nicht. Das ist das Einzige eigentlich, was ich jetzt weiß. Ja, also ich, genau, also ich weiß, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass mit dem Kurkuma, mit dem Piperin in Verbindung, das ist ja genau wie bei dem Vitamin D und K2, dass manche Stoffe brauchen zwei Stoffe, um sich zu ergänzen, weil sonst nehmen die sich ja wieder gegenseitig, heben die sich auf oder manche brauchen das, damit sie besser aufgenommen werden. Genau, also da muss man darauf achten, was man nimmt. Genau. Ja, Vitamin C und Zink ist natürlich auch super wichtig für die Zellalterung
Und für das Immunsystem natürlich auch das Quercetin, das kommt ja aus der Zwiebel. Genau. Und das Piperin ist eben aus Pfeffer, das habe ich jetzt gar nicht hingeschrieben, aber das sollte man immer zusammen mit Kurkuma nehmen. Ja. Was war das für ein Test? Ah, die haben wir unten am Stand. Das ist ein Trockenbluttest. Den geben wir auch zu einem Spezialpreis her, wenn man im Internet kauft. Ganz normal im Ladenverkaufspreis kostet er 179 oder was auch immer. Wir verkaufen ihn für 50 €. Das kostet er auch beim normalen Arzt. Aber beim normalen Arzt hat man das venöse Blut wird da genommen. Und dann hast du halt nur, was du gestern Abend gegessen hast, aber nicht den Langzeitwert von dem Omega-6 zu 3 Verhältnis. Und da sieht man halt genau, wie hoch diese schleichenden Entzündungen sind. Genau, das kann man mit dem Bluttest sehen und auch, was einem mehr fehlt, ob man mehr, ob einem das mehr fehlt fürs Denken, diese Fettsäure, oder mehr diese Fettsäure für die Entzündungen, welche mehr im Mangel ist und wie hoch man es dann dosieren kann, das sieht man da bei, also das ist ein ganz normaler Arzttest, sage ich mal, den man da machen kann. Und den können da bei uns im Stand machen oder man kann es sich auch heimschicken lassen. Genau. Stand Nummer 60, da drüben beim Weiher. Genau. Also wir sind heute und morgen noch da. Und bei dem Ergebnis dann von dem Test, da kriegt man dann auch gesagt, was für Öl und wie viel und genau, wie man es nehmen Das soll. sage ich den Leuten. Ich rufe die Leute dann immer an und sage ihnen, was, wie viel und was sie nehmen können. Wenn ich Genau. das Ergebnis habe, dann. Genau, also das kann man auch selbst abrufen, das ist ja nur eine Nummer, die man kriegt, weil der Test ist anonym. Und dann erkläre ich das halt, was die Werte bedeuten, wie viel man nehmen müsste und welches am idealsten ist, weil zum Beispiel das vegane Öl, das ist aus Algen und das ist halt mehr fürs Denken, weil das einen höheren DHA-Gehalt hat und das Fischöl ist mehr gegen Entzündungen, weil das einen höheren EPA-Gehalt hat. Und das muss man halt dann schauen, wo ist der Mangel größer, was nimmt man oder nimmt man beides in abwechselnd oder Kombi und wie viel und das kann man aber nur durch einen Bluttest genau bestimmen. Ja. Und kann ich dann aber Fischöl essen, wenn ich auf Fisch allergisch bin? Ja, Also weil kein Fisch. das Fischöl ist extrem gereinigt, dass da jetzt eigentlich, ich will nicht sagen, nichts mehr vom Fisch drin ist, aber das habe ich ja schon vorhin gesagt, das ist von Mikroplastik und Schwermetall und allem gereinigt. So dass auch Leute, die jetzt so mit der Schilddrüse Probleme haben, mit Jod oder so, das macht nichts. Also, und es gibt auch eins auf Wasserbasis für Leute, die keine Galle haben. Es gibt es auch mit Kakaopolyphenolen in Kapseln. Also da gibt es unterschiedliche. Dass man, genau, aber das ist sicher in dem Fall auch für Leute, die gegen Fisch eine Allergie haben. Ja. Das heißt, also Sie, habe ich überhört oder haben Sie jetzt nicht gesagt konkret, welches Öl Sie dann genommen haben? Ich habe beide genommen, abwechselnd, weil bei mir die Entzündungen hoch waren in den Gelenken und Aber mein es geht Denk. dann, Sie sprechen vom Fischöl dann für die Omega-3-Säuren. Und vom Veganen. Ich habe das aus den Algen genommen fürs Ja, Gehirn ja. und ich habe für meine Entzündungen das Fischöl genommen. Ich habe früh habe ich das Vegane genommen, weil es sehr wach macht. Und abends habe ich das Fischöl genommen, einen Löffel. Weil normalerweise, es geht nach Kilo Körpergewicht. Und normalerweise, ich habe ungefähr 70 Kilo, bräuchte ich ungefähr 10 bis 12 Milliliter. Und dann habe ich einen Esslöffel früh und einen Abend genommen. Aber eigentlich brauche ich nur einen Esslöffel am Tag. Aber dadurch, dass meine Entzündungswerte so hoch waren, die waren ja 15 zu 1, habe ich ein halbes Jahr lang die doppelte Menge genommen und habe dann nach einem halben Jahr, wie dann der Bluttest in Ordnung war, habe ich praktisch seitdem nämlich nur noch die Erhaltungsmenge. Also das heißt, ein Leinöl, man sagt, das hilft nicht. Früher hat es geholfen, weil man kann Leinöl, da ist ja diese ALA, diese Alpha-Linolensäure, die kann umgewandelt werden in Omega-3. Das Problem ist nur, wir haben so viel Omega-6 durch Sonnenblumenöl, durch Rapsöl, durch raffinerierte Sachen, durch frittierte Sachen, dass wir so viel Omega-6 haben, dass es das ganze Omega-3, was wir haben, wegnimmt. Und man kann auch gar nicht mehr so viel Fisch essen. Man müsste 1,5 Kilo Fisch am Tag essen, um das zu kompensieren. Und früher war das nicht so extrem, weil die haben sich gesünder ernährt. Die haben einfach frisches Obst, frisches Gemüse gegessen. Da gab es noch nicht so viel von der Fabrik, irgendwelche Riegel mit
Maissirup oder irgendwelche künstlichen Zucker oder so. Und das hat es natürlich seit 1960 extrem in die Höhe getrieben, dass wir so diesen krassen Mangel haben, wo vorher gar nicht so extrem war. Und die Leute nehmen ja auch kein Lebertranöl mehr oder so. Das heißt, man sieht auch, dass die Generationen schlechter werden. Die Kinder haben schlechtere Werte als die Großeltern. Das ist das, was mich am meisten schockiert hat. Also so Großeltern ja meistens so 10 zu 1, so in meinem Alter um die 40 rum, so 15 zu 1. Und dann meine Geschwister, meine Kleinen, die sind 15 und 17 Jahre jünger, 29 zu 1, 19 zu 1. Und also das geht bis 100 noch drüber. Genau. Dieser Bluttest, den Sie da machen, kommt es ohne einen Arzt aufzusuchen? Also man macht genau wie beim Diabetestest, einfach nur in die Fingerkuppe sticht man sich, da hat man so eine Lanzette. Und dann kommt es auf so Löschpapier und dann wird es so entfeuchtet und wird nach Norwegen geschickt zum Vitas-Labor. Das ist ein unabhängiges Labor, das hat halt mit der Firma nichts zu tun. Und die machen weltweit die Entzündungswerte. Ist es ein Labor nur für Entzündungswerte oder nicht nur? Und da tut das Robert-Koch-Institut, das Max-Planck-Institut alle da ihre Sachen hinschicken. Weil beim Arzt hat man eben eine Messtoleranz, weil die Werte, die Geräte sind nicht so neu. Und du hast ja, wenn du von der Vene das nimmst, hast du nur, was du gestern Abend gegessen hast. Mhm. Aber nicht diesen Langzeitwert. Mhm. Genau, das ist der Unterschied. Ja. Von denen Bluttests. Ja. Aber der Auslöser bei Ihnen war jetzt quasi der Coronavirus. Der hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ja. Der Körper noch immer gegenreguliert, oder? Genau, ich glaube auch, das war einfach nur der Strohhalm, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil unterschwänglich hatte ich ja schon die Probleme mit den Entzündungen, aber das hat es wirklich zum Kippen gebracht, weil ich hatte wirklich das Gefühl bei Corona, dass das wirklich meinem Körper komplett einfach alle Mineralien entzogen hatte. Ich habe mich wie blutleer gefühlt und dann habe ich auch wirklich ganz viel Mineralien genommen, Vitamin C, Zink, Vitamin D hochdosiert und so weiter, um überhaupt wieder Energie zu kriegen. Aber das hat alles nicht ausgereicht. Also das Denken und die Konzentration, das ist nicht besser geworden. Ich war abends im Bett gelegen und wusste nicht mehr, was ich am Tag gemacht habe. Ich habe eine Milch rausgestellt aus dem Kühlschrank und habe die Kühlschranktür zugemacht und habe dann gesagt, hey, ich brauche doch noch eine Milch und habe eine neue Milch geholt, ja. Solche Sachen habe ich plötzlich gemacht, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Ja? Oder ich habe meine Thermohose gesucht und dabei hatte ich sie daheim gelassen. Ja? Und habe alle verrückt gemacht, dass meine Thermohose irgendwie weg ist. Ja? Also das war überhaupt nicht mehr witzig. Ja? Ich wusste auch Wörter nicht mehr und ja, also ganz, ganz extrem. Ja. Aber zum Glück, weil anscheinend musste ich mich ja um meine Gesundheit noch besser kümmern, als ich es eh schon mache. Ja? Genau. Ja. Je älter man wird, desto wichtiger vielleicht noch. Ja. Aber von der Ernährung her, ernähren Sie sich vegetarisch dann, oder? Ja. 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 Fast vegan sogar. Also, ja. Also gibt es ja so Zwischendinger. Ohne Eier, ohne heiße Fette und so. Ja. Mhm. Ja. Genau. No. Das würden wir schon alles machen. Ja. Aber trotzdem spürt man halt Gelenke. Ja. Ja. Ja, die erste Sache, das ist Zeit oder das ist das Alter natürlich. Mhm. Auch die Cholesterinwerte, das geht alles dann runter dann wieder. Na, bei mir waren die Cholesterinwerte exorbitant und dann haben die zu mir gesagt, naja, das hast du halt vererbt gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann haben sie gesagt, ja, dann musst du halt mal den Leberkäse weglassen und die Eier. Und ich so, das esse ich alles nicht. Und ja, denn die Milchprodukte, ich esse keinen Käse und keine Sahne. Aha. Also dann habe ich gesagt, woher kommt das dann? Ja. Muss man ja nicht, aber deswegen hatte ich trotzdem diese stillen Entzündungen, obwohl ich das gar nicht gegessen habe, alles. Ja, sehr gut. Ja, habt ihr sonst noch eine Frage? Sehr gut, ja genau. Wenn es euch interessiert, kommt gerne vorbei beim Stand. Wir müssen Stand hier schauen. Ja, genau. Und dann wünsche ich euch noch... Test kostet.
50 Euro. Also im Internet kann man ihn auch kaufen für 179, aber wir verkaufen ihn hier für 50. Genau. Und wie funktioniert das? Also hinschicken, wohin machen Sie es? Nee, das ist alles, steht alles drauf. Das muss man nur mit 1,10 Euro einwerfen, dann genau. Ist so ähnlich wie gibt's Haartests und so weiter. Ja. DNA-Tests. Gibt's. Genau. Aha. Genau. Super einfach. Das ist alles, alles so ein Pferd. Aber dass die immer im Ausland gemacht werden und nicht bei uns, gell? Naja, das Vitas ist halt in Europa, würde ich sagen, das Führende für Entzündungswerte, ja. Ich meine, das könnte jetzt auch in Deutschland sein, aber in Deutschland haben sie nicht diese hochtechnischen oder modernen Geräte einfach. Da sind die noch ein bisschen veraltet, da hast du halt die Messtoleranz dann drin. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und noch schönen Nachmittag.